Hallo, mein lieber Skorpion. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Liebe Grüße an dich und herzlich willkommen zu deiner Geburtstagslegung, Skorpion. Ich wünsche dir eine wunderschöne Skorpionzeit, einen schönen Geburtstag, viel Glück, Liebe und Gesundheit. Genießt eure Skorpionzeit. Ja, und ich habe mir für dich jetzt hier eine Special-Liebeslegung überlegt, um zu schauen, was zwischen dir und deinem Gegenüber los ist, wie die Energie ist zwischen euch und was auf der einen, auf der anderen Seite so los ist und wie die Ausgangslage vorerst aussieht, was da passiert zwischen euch in der Liebe. Du bedenkst, dass die Legung natürlich allgemein ist, aber du wirst spüren, ob das deine Situation widerspiegelt, Skorpion. Denn wollen wir mal gucken, wie sieht es denn aus bei dir, zwischen dir und diesem Menschen? Was ist da los, Skorpion, in der Liebe? Königin, auf dem Thron sitzen, königliches Verhalten. Na gut, wir holen uns noch eine Karte dazu. Skorpion, was ist hier mit der Königin? Was sagt die Liebe? Was ist zwischen dir? Ja, das Labyrinth, also Skorpion. Jemand verhält sich hier ein bisschen königlich, wie man sagt, ne? Das ist eine Wartehaltung, das ist so dieses, nö, warum soll ich denn auf den Menschen zugehen? Jemand könnte warten, jemand könnte darauf warten, erobert zu werden, jemand möchte sich gerne erobern lassen, jemand unternimmt da auch vielleicht selbst nicht den ersten Schritt, ne? Jemand hat sich vielleicht so ein bisschen entfernt zurückgezogen oder hat da auch so ein kühles Verhalten. Oder strahlt irgendwie so ein kühles Verhalten aus. Das ist eine Wartehaltung und das Labyrinth zeigt an, dass man sich da irgendwie nicht richtig treffen kann, dass man irgendwie nicht richtig aufeinander zugehen kann, sich irgendwie nicht finden, treffen kann. Finden, begegnen kann. Entweder ist das dein Verhalten, dass du in dieser Verhaltenslage steckst oder die andere Person, dass man sich sagt, nee, also ich mache da den Schritt jetzt nicht. Ich warte und warte. Aber dadurch ist es halt schwierig, aufeinander zu treffen. Der Weg ist irgendwie blockiert. Man befindet sich im Irrweg, im Irrgarten. Vielleicht geht es auch darum, zu überlegen, ja, wie kann ich denn am besten auf diese Person zugehen, weil von der Person kommt nicht wirklich viel. Natürlich steckt da auch sehr viel Gefühl hinter. Wir sehen hier die Frau, die da steht und wartet. Na, das kann das Ganze widerspiegeln. Ja, ich warte einfach. Ich warte, bis die Person auf mich zukommt. Aber ich selbst mache nicht den Schritt. Vielleicht hat man sich auch irgendwie aus den Augen verloren. Das kann auch sein. Und ja, man versucht jetzt wieder zusammenzufinden, sich aufeinander zu befinden. Skorpion, dann wollen wir mal gucken, was ist denn bei dir und bei deinem Gegenüber los? Gedanken, Gefühle, Emotionen, Verhalten, was ist auf der einen Seite los? Und was ist auf der anderen Seite los hier? Die 7 der Kelche. Wir holen uns noch, ach, können wir auch schon aufdecken hier, die 3 der Kelche. Holen wir uns noch Emotionen dazu, Emotions, eine der Seite weglaufen. Regen. Was haben wir auf der anderen Seite? Grübelei. Ja, Augenbinde. So, wir gucken uns die erste Seite an. Hier haben wir die 3 der Kelche. Weglaufen und Regen. Hier auf dieser Seite, die 3 der Kelche, das ist ja eigentlich die Freude, die Begegnung, die Feierlaune, Spaß und Freude empfinden, ne, vom Gefühl her. Es kann sein, dass diese Person einfach das Gefühl hat, dass die andere Person ständig davonläuft, flüchtet, abhaut oder abgehauen ist. Und vielleicht ist so eine Situation entstanden, dass man dann einfach im Regen stehen gelassen wurde, dass man immer noch im Regen steht. Ne, vielleicht war es vorher einfach schön zwischen euch. Es hat schön begonnen, ne? Man hat sich getroffen, alles war gut und so weiter. Und jetzt auf einmal hat man das Gefühl, die Person ist irgendwie davongelaufen. Die Person hat sich distanziert und hat mich einfach im Regen stehen gelassen, ne? Es kann aber auch natürlich
Dieses Gefühl der Person sein, ja, nee, also ich gebe mich jetzt anderen Dingen hin. Das ist so ein Fluchtverhalten, ne? Auf dem Thron sitzen. Ich unternehme nichts, ich gebe mich jetzt anderen Dingen hin, aber trotzdem fühlt man sich selbst im Regen stehen gelassen, weil man in dieser Wartehaltung ist. Ne? Ich warte darauf, bis die Person den Schritt macht. Ich warte darauf, bis wir uns wieder auf einen Nenner befinden. Oder es geht auch bei einigen von euch um eine Dreierkonstellation. Vielleicht hat man das Gefühl, die Person hat sich jemand anderen zugewandt oder beschäftigt sich mit anderen Personen. Kann natürlich auch Freundschaft sein, muss nicht unbedingt eine weitere Liebesperson sein. Es kann das Gefühl sein, ja, die Person ist aus dieser Verbindung geflüchtet und beschäftigt sich oder gibt sich jetzt jemand anderen hin und ich wurde hier einfach im Regen stehen gelassen. Ja, ich hoffe, ihr versteht das. Auf dieser Seite kann es so sein, dass man sich sagt, ich lasse mir den Spaß nicht verderben. Ich lasse mir den Spaß nicht verderben. Ich bin mir auch mehr wert. Deshalb gebe ich mich anderen Dingen hin. Deshalb versuche ich, meine Freude anderweitig zu genießen. Und man weiß aber, dass man eine Person dadurch in den Regen stehen lässt. Obwohl von der anderen Seite auch nicht viel kommt. Aber man hat diese Warterei satt. Klären wir das mal auf. Was ist auf dieser Seite los, Skorpion? Aha, Kompass und Sterne. Ja, Richtungswechsel. Ja, wieder wirklich dieser Richtungswechsel. Ich möchte mir jetzt anderweitig Wünsche erfüllen. Ich möchte Klärung für mich haben. Ich möchte Erfolg verspüren und nicht in einer Wartehaltung sein. Aber natürlich kann das auch der Plan sein hier von der Person, ne? Nö, also ich möchte mich erobern lassen. Ich werde nichts unternehmen. Diese Person soll auf mich zukommen. Das kann der Plan, die Strategie sein, ne? Damit man so in die Klärung kommt. Man wünscht sich natürlich diese Klärung und hat den Plan, dass man dadurch Erfolg haben wird. Ja, hier versucht jemand wirklich einen Plan zu entwickeln, hat einen Plan im Kopf, wie man aus der Situation am besten rauskommt, wie man am besten Erfolg hat, ne? Wie das Ganze erfolgreich mit der Person sein kann, auch wenn eine weitere Person da noch eine Rolle spielen sollte. Vielleicht hat auch jemand tatsächlich so ein bisschen die Absicht, die Person irgendwie eifersüchtig zu machen, ne? Auf irgendwelchem Wege. Und das könnte der Plan sein, ne? Vielleicht merkt die Person dann ja endlich mal was, so ungefähr. Unbewusst oder bewusst. So, was sagt hier der Hintergrund? 55. Das ist der Hirsch. Ja. Das ist dieses Gefühl, sich behaupten zu müssen. Das ist eine Stärke. Das ist auch ein starkes Verlangen, was hier jemand hat. Anführerenergie. Ja, ich lenke das jetzt in diese Richtung. Ne? Ich führe das Ganze jetzt in diese Richtung. Beziehungsweise ich habe auch die Stärke, mich in anderen Dingen erfolgreich zu bewegen. Hier will jemand seine Autorität auch nicht verlieren. Ne? Hier will jemand seine Autorität nicht verlieren. Hier versucht jemand stark zu sein, Stärke zu zeigen. Skorpion, gucken wir mal auf der anderen Seite. Hier haben wir die 7 der Kelche, Grübelei und Augenbinde. Hier ist ein totales Gefühlswirrwarr. Unentschlossenheit. Man weiß nicht, was man machen soll, man weiß nicht, was man wählen soll, wie man sich entscheiden soll. Ja, vielleicht ist es auch wie so eine Illusion, ne? Verschiedene Gefühle, die da auftauchen, man muss sich hier erstmal sammeln. Hier gehen ganz viele Dinge durch den Kopf und hier ist auch dieses nicht klar sehen, ne? Man kann nichts erkennen, man versucht etwas zu erkennen, man versucht etwas zu erforschen. Hier hat jemand Scheuklappen auf, beziehungsweise weiß gar nicht genau, ob da irgendetwas Erkennbares ist. Hier sind die Hände vor den Augen, vor dem Kopf. Hier haben wir eine Augenbinde. Also man hat da gerade gar keinen klaren Gedanken, gar keinen klaren Blick. Man erkennt auch nicht, in welche Richtung die Person sich entwickelt, was da mit der Person los ist. Man weiß nicht mehr weiter. Sich überlegen, ja, welchen Step man als nächstes macht, aber hier ist einfach noch total Gefühlswirrwarr angesagt.
ja, man versucht vielleicht auch zu erforschen, warum sich die Person so verhält. Was will die Person bezwecken? Wir sehen ja auch eine Schlange zum Beispiel. Ja, will die Person mich eifersüchtig machen? Oder was steckt denn da jetzt genau hinter? Gibt es da wirklich eine Konkurrenz oder bilde ich mir das alles nur ein? Bilde ich mir das überhaupt alles ein? Dieses nicht klar sehen, ne? Hier könnte man noch etwas übersehen, weil man, wie gesagt, die Augen verschlossen hat. Klären wir mal auf dieser Seite, Skorpion, was ist denn hier los? Die Hauptperson. Oh, und die schwarze Feder. Ja, hier ist jemand wirklich tierisch am Ende. Nämlich die Gefühle, die Gefühlswelt. Hier geht es jemandem emotional nicht gut. Die schwarze Feder ist immer so eine Warnung. Es kann aber auch sein, dass es die andere Person widerspiegelt. Dass man so das Gefühl hat, die Person tut mir irgendwie nicht gut. Die Person zerreißt meine ganze Emotionswelt gerade. Oder man weiß einfach nicht, wie man an diese Person rankommt, weil die Person sich distanziert hat. Es geht ja darum, zueinander zu finden, hier das Labyrinth, ein totales Gefühlswirrwarr. Ja, hier zeigt sich so ein bisschen Misstrauen oder auch Freudverlust an, ne? Skorpion, das sind die Gedanken, das sind die Gefühle, ne? Diese Person steckt hier im totalen Gefühlschaos, totalen Gefühlswirrwarr. Und deshalb geht es der Person auch nicht gut. Federn. Deshalb geht es der Person auch nicht gut. Aber es kann natürlich auch, ja, eine Folge sein, ne? Weil sich jemand einfach die ganze Zeit so verhalten hat. Nee, ich unternehme nichts. Nö, ich sitze hier auf dem Thron und so weiter. Ja, das ist auch sowas wie eine Enttäuschung. Entweder ist diese Person einfach enttäuscht über diese Verbindung von der Person oder man weiß, man hat diese Person enttäuscht. Ne? Das kann so oder so sein. Was sagt hier der Hintergrund? 94, 13, Skorpion, das ist das Kind. Ja, der Neuanfang, die Annäherung, totales Gefühlswirrwarr. Es kann sein, dass es um einen Menschen geht, der neu ist. Eine neue Verbindung, ein neuer Mensch oder auch jemanden, den ihr auch schon lange kennt. Es geht um einen Neuanfang, sich wieder neu anzunähern, neu anzufangen oder überhaupt anzufangen. Natürlich auch dieses jugendliche, spielerische. Ne? Hier ist etwas total gedankenbelastet. Ne? Diese Grübelei immer, nachdenken, anstatt einfach mal seinem Gefühl zu folgen, durch Gedanken und Augen verschließen, Grübeleien, befindet man sich in Gefühlswirrwarr und kommt da natürlich nicht mehr raus. Ne? Aber das ist ja eben so, dass man meistens sehr viel grübelt und nachdenkt, anstatt zu handeln. Das geht dann ja auch meistens beiden Personen so. Schwierig, dass jemand mal den ersten Schritt macht, egal worum es jetzt geht, ne? Skorpion, wir gucken mal, wie die Ausgangslage aussieht zwischen euch. Vorerst, was passiert denn da zwischen Skorpion und Gegenüber? Was ist denn da los? Was passiert da? Wie sieht die Ausgangslage aus hier in dieser Sache? Skorpion, die Gerechtigkeit, das ist die Waage-Energie. Ja, Ausgleich, Gerechtigkeit. Jemand, der es schafft, wieder in die Ausgeglichenheit zu kommen oder auch ihr beide, dass ihr diese Situation ausgleichen könnt. Hier sehen wir auch schon wieder eine Augenbinde. Aber man kann mit sich im Einklang sein, ne, gefühlsmäßig, auch wenn man die Augen hier verschlossen hat. Das ist eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Das ist auch eine Sache, die gefällt wird, ein Urteil. Auch Fairness, gerechtes Handeln, dass sich jemand fair verhalten wird. Schauen wir mal. Noch zwei Klärungskarten. Skorpion. Der Schlüssel. Was passiert hier
Oh, und die Sonne, Gott sei Dank. Ja, es wird auf jeden Fall positiv zwischen euch werden. Hier kommt Sicherheit, hier kommt ein sicheres Gefühl, ne, wo man wieder in die Wärme kommt, in diese Energie kommt, wo man wieder Energie bekommt. Einklang, Ausgleich und die Sicherheit bringt ein positives, wärmendes Gefühl. Ja, man könnte auch sagen, hier wird sich etwas für euch eröffnen, wo ihr dann wieder ins Strahlen kommen werdet, also wo ihr dann wieder dieses Positive empfinden könnt, ne, die Positivität, Glück und Erfüllung. Ja, Skorpion, wie gesagt, ihr wisst ja, auf welcher Seite ihr euch befindet und ob das eure Situation widerspiegeln kann. Jedenfalls sieht der Ausgang positiv aus. Man wird Gerechtigkeit bekommen in dieser Verbindung. Man wird in den Ausgleich kommen. Ihr werdet eure Sicherheit bekommen. Ihr werdet einen klaren Blick bekommen. Aufschluss und Positivität. Ein positives Gefühl dazu. Vielleicht weiß auch jemand jetzt oder bemerkt, ja, ich weiß, ich habe mich nicht gerade fair verhalten, ne, aber ich muss das jetzt wieder alles im Einklang bringen und ja, werde das Ganze jetzt versuchen auszugleichen, damit man sich wieder aufeinander zubewegen kann, damit man sich auf einen Nenner befinden kann. Ja, denn Gerechtigkeit und Fairness ist hier der Schlüssel zum Erfolg, ne, in die Positivität, damit man sich wieder wohlfühlen kann. Mein lieber Skorpion, ich danke dir fürs Zusehen. Wie gesagt, ich wünsche euch schöne Geburtstage. Genießt das, lasst euch beschenken. Und ja, mein lieber Skorpion, mach's gut und bis bald. Tschüss.